Das, was heute hier an unserem klimagerechten Mobilitätszentrum kurz vorm Hauptbahnhof passiert, ist mehr als ein Spatenstich. Es ist auch mehr als ein Symbol. Es ist quasi eigentlich eine Fortsetzung vieler Ankündigungen und einiger Arbeiten, die schon im Vorfeld einfach notwendig sind, um unsere Stadt Cottbus-Regiobus umzukrempeln, fit zu machen für die Zukunft. Und das wird heute hier an diesem wunderbaren Standort einmal für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt, aber auch für die Reisenden in guter Gemeinschaft mit der Deutschen Bahn AG getätigt. Dieser Informationspavillon, der hier entstehen wird, ist ein ganz wichtiges Projekt. Der Strukturwandel in der Lausitz ist in vollem Gange. Und durch diesen Pavillon wird das sichtbar. Menschen gehen hier vorbei und nehmen dann auch ganz konkret wahr, welche Projekte hier vorangetrieben werden und wie der Strukturwandel vorausgeht. Und das ist natürlich auch ein Punkt, wo einfach junge Leute sehen können, Fachkräfte, die wir hier brauchen, auch für das Bahnwerk natürlich, wo sie sehen können, hier gibt es Jobperspektiven, hier kann ich mir meine Zukunft aufbauen. Einmal für die Leute, die schon hier sind, dass sie hier auch eine Möglichkeit, eine Perspektive haben, aber auch für Leute aus anderen Regionen, die sehen, hier kann ich mir etwas aufbauen. Das ist etwas, was wir uns auch wirklich erhoffen. Deshalb freuen wir uns sehr, dass hier das Land Brandenburg, die Stadt Cottbus und die Deutsche Bahn diesen Informationspavillon errichten. Das, was die Deutsche Bahn in der Lausitz vorhat, wird Teil der Ausstellungen in diesem Informationspavillon sein. Das ist ja das Tolle an diesem Informationszentrum, was entsteht. Es ist ja nicht ein Informationszentrum von einem Einzelnen, sondern da ist die DB mit dabei, da ist die Stadt mit dabei, da ist Land mit dabei, da sind andere große Projekte mit dabei. Dieses Informationszentrum ist von vielen gestaltet, wird von vielen getragen. Es entsteht ein gutes Netzwerk und das ist, glaube ich, auch ein guter Fingerzeig dahin oder auch ein Kernelement der Strukturstärkung, dass man Dinge gemeinsam gestaltet, gemeinsam nach vorne bringt. Und ich bin davon fest überzeugt, dieses gemeinsame Vorgehen wird uns erfolgreich machen in allen Dingen, die wir hier in der Lausitzregion eben halt bewerkstelligen wollen.